Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident TV wird Salty oder auch Resident Evil Zero. Ja, nach der letzten Folge habe ich mich erholt und bin mit Rebecca nochmal losgezogen in die Ausbildungsstätte, um da quasi die grüne Chemikalie zu holen. Bin dabei einmal gestorben und das zweite Mal fast, weil da jetzt plötzlich Affen in diesem Gang sitzen. Und ja, wir haben hier den Verdünner hergestellt. Ich habe nachgeguckt, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und ja, wusste nicht, dass Rebecca das Zeug sammeln kann. So, wir haben das blaue Egel-Amulett. Wir hatten die Schrot... Oh, Billy hat die Schrotflinte. Der Freund ist irgendwie weg. Warum? Warum haben wir das nicht aufgenommen? Jetzt bin ich mal gespannt erstmal, was uns da erwartet, wenn wir durch die Egeltür durchgehen. Es wird wahrscheinlich super lustig. Bin mir fast sicher, dass da ein Mimikry Markus wartet. Und ich habe natürlich die letzten zwei Molotow-Cocktails, die wir noch hatten, auf diese dummen Affen geworfen und habe sie nicht mal getroffen. Yay! Kann ich den jetzt wieder rausnehmen? Nee. Oh Gott. Hier leuchtet was? Eingangsspule. Nehmen wir mit. Hier ist noch etwas. Ein Foto. Auf der Rückseite des Fotos steht etwas. Für James, zur Erinnerung an deinen Abschluss 1939. That guy must be Marcus's son or grandson. Hier ist Munition. Ja gut, aber würde irgendwie Sinn machen. Aber er hasst ihn ja irgendwie so, ne? Spule, mit der kann Billy wahrscheinlich jetzt momentan auch nichts anfangen. Hier ist aber nichts mehr. Was ist hier im Aquarium? Mysteriöse Objekte. Die Animation von dem Ventilator sieht irgendwie aus, als würde es nicht hierhin gehören. Ja, dann gehen wir mal hier durch. Ich habe Angst auf jeden Fall. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, ich könnte eigentlich gleich neu starten. Jetzt steht er natürlich auch dem Kopfschuss gegeben. Natürlich. Rebecca jetzt auf Warning. Ah, das, was machen wir denn? Echt noch ein Igel. Hallo. Trotz ein paar Rissen scheint dieser Krug wertvoll zu sein. Ah, ich weiß nicht. Was machen wir? Das würde ich sagen. Zero.
Ja, schwierig immer. Ich möchte halt nicht immer so viel Leben verlieren gleich. Und dann ist das eigentlich eine gute Lösung. Ich sag eigentlich. Ja, den Egel müssen wir da rausnehmen. Und dann gleich durchziehen. Scheiß auf die Munition, ehrlich. So. Ich würde einfach die rote Chemikalie auch gleich nochmal einpacken. Auch doof, wenn man irgendwie nicht weiß, so dass man das mit Rebecca machen kann und dann Billy da hochschickt, dann ja, weiß nicht, dann hast du halt im Endeffekt verkackt, dann musst du zurücklaufen, aber wenigstens haben sie noch mal was eingebaut, dass das nicht Game Over ist, keine Ahnung, wäre komplett bescheuert, wenn dann wenn es dann einfach gar nicht mehr weitergeht, weil man nicht mehr weiterkommt. Erstmal die Muni. Pack mal ein. Das mit den Headshots habe ich nicht so drauf, also. Das kennen wir ja. So. Ich habe da zu lang gewartet und ich habe immer Angst, wenn ich nach oben ziele, dass ich drüber schieße und keine Ahnung. Oh gut. Sir. Kommt der nochmal? Ja, wir nehmen den Egel mit. Sonst ist hier aber nichts mehr, ne? Hier war nur noch irgendwas mit dem wertvollen Krug. Eine Reihe teuer aussehender Kunstmaterialien. Schon allein ihr Anblick, die jagt ihnen Schau über den Rücken. Boah. Gott sei Dank, kein Marcus. Jetzt kommt hier eine. Aus dem Ventilator, der nicht hierhin gehört. Das war jetzt auch knapp gerade mit dem Zombie. Glaube ich, schick Billy dann gleich mal beide Sachen hoch. Weil ich denke, er wird auch die Dingens brauchen. Einmal der Igel. Was macht er da oben? Gymnastik. Hier ist die Tür. Ach, wir haben es sogar direkt richtig gemacht. Ja, ich schicke sie mir jetzt einfach mal hoch. Vielleicht kann er es hier gleich brauchen, dann haben wir das oben.
Ja, nimm den mal mit. Vielleicht gibt's Flaschen. Weil diese Markisse, die fressen so viel Munition. Einfach frech. Frech ist das. Hier rein. So, was wartet hier auf uns? Oh Gott. Vier Shots, Alter. Help me, please. Oh Gott, wir haben keine Munition mitgegeben. Aber hier gibt's welche. Hier gäbe es welche. Sind sie ihn doch lieber draußen gelassen? Schuss. Was ist das denn? Ach, wir müssen wieder vorne in diesen Gasdingens, Kirchensensen reinstecken. Ja, mal draußen kurz was ablegen. Oh, kurz am Knie kratzen müssen. Hol das gleich raus. Ich habe irgendwie komische, aber wobei, muss mit Rebecca eh noch in den Raum dann wahrscheinlich mit dem Zahlenschloss. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was das ist, aber wir können ja nachschauen. Desinfektionsmittel. Aha. Ja, ich lege das jetzt mal hier oben ab. Genauso wie die. Sagt's mir. Können wir das Benzin holen? Raum ist mir nämlich nicht geheuer. Ich wette, wenn wir das Ding da reinlegen, das Desinfektionsmittel, dann fällt uns der Zombie, der da sitzt, an. Vielleicht auch jetzt schon. Ja, seltsamer Geruch, ne? Und so Leichen. So Leichen hier sind, ne? Billy. Ja, seltsamer Geruch. Mensch, gestern war ich mal wieder Motorradfahren und da ist mir wohl eine Wespe in den Ärmel geschlüpft und hat mich mehrfach gestochen. Es juckt wie Hölle.
Testschuss. Im Ernst? Im Ernst, in dem kleinen Raum? Ich versuche einfach direkt das Ding aufzuheben. Und gehe wieder raus. Oh Gott. Was war der Schlüssel jetzt? Wahrscheinlich in die falsche Richtung raus. Zuchtraumschlüssel. Aber wer ist denn der Zuchtraum? Ist der bei Rebecca? Geh mal doch in die andere Richtung durch. Das Haus eher, als bräuchte man da... Warte mal. Ach, das ist der unten rechts. Da war noch ein Raum. Oder war das oben? Ich muss mal unten schnell gucken. Das war doch jetzt hier und dann ging es rechts auch noch und da war verschlossen. Oder war das oben bei Billy? Nee, das war oben bei Billy. Okay. Dann geht's mit Billy weiter. Müssen wir, glaube ich, ein Stück zurück in den Gang vorher. Und da war irgendwo eine Tür, die verschlossen war. Also hier ist es jedenfalls nicht. Zuchtraum.